Ich bin schon wieder. Ich wollte nur kurz Vollzug melden. Wir haben uns also heute für den Kauf von unserem weißen Zoe Experience ZE50 R110 entschieden und haben den Kaufvertrag unterschrieben. Da ist er. Da steht alles schwarz auf weiß drauf. Und das Angebot war einfach zu gut. Und wir haben jetzt noch dazu genommen Allwetterreifen, weil ich eigentlich keine Lust mehr habe auf diesen ständigen Wechsel. Vor allen Dingen hier oben in Hamburg, wo es eh kaum regnet. Oder, nee, regnet nicht unbedingt. In letzter Zeit hat es geregnet, aber geschneit hat es hier schon seit Jahren nicht mehr. Der letzte Schnee, an den ich mich erinnern kann, das war 2013, wo wirklich auch mal was liegen geblieben ist. Ja, das ist 7 Jahre her. Danke an den Klimawandel an der Stelle. Also da müssen wir wirklich was tun. Ja, was haben wir noch dazu genommen? Wie gesagt, die Allwetterreifen, die Goodyear Vector 4 Season haben wir dazu genommen. Und dann haben wir noch die Mittelarmlehne aus recyceltem Stoff dazu genommen, weil ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man so ein bisschen gemütlich im Auto sitzt. Vor allen Dingen, wenn man nicht so schnell unterwegs ist, so wie wir mit unserem Zoe. Wir sind ja doch eher gemütlich auf der Autobahn unterwegs. Wobei ich denke, mit der Reichweite vom großen Akku jetzt, da werden wir auch dann mal wieder so 120 fahren. Da sollten 250 Kilometer eigentlich drin sein. Und das ist für uns eigentlich eine ideale Reisereichweite. Da haben wir auch mit dem Verbrenner früher Pause nachgemacht. Gar kein Thema. Ja, der Preis ist super. Gefällt mir gut. Haben nochmal mit dem Händler gesprochen, heute ein bisschen mit dem Verkäufer und ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das Auto wahrscheinlich diesen Monat noch bekommen. Das bedeutet, wir nehmen auch die Mehrwertsteuer von 16% mit. Das sind bei dem Kaufpreis ja auch mal noch locker 450 Euro, die wir da sparen. Entgegen einiger Aussagen, die ich im Internet gelesen habe, bei Mobile, bei Händlern oder so, Lieferzeit 2 Monate, 3 Monate. Also mein Verkäufer sagt, ist zurzeit nicht mehr möglich. 4 bis 8 Monate, sagt er, und allein bei 4 Monaten sind wir schon im November. Bei 6 Monaten sind wir im nächsten Jahr und dann ist der Vorteil halt weg. Ich will jetzt hier nicht als Pfennigfuchser auftreten, aber überlegt euch das. Lieferzeit 2 Monate beim Zoe, Konjunkturpaket und dit und dat. Also bin ich zurzeit auch nicht so überzeugt von. Mag sein, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Wir haben ein Lagerfahrzeug genommen, bei der Farbe ein bisschen Einbuße genommen, aber ich habe mich eigentlich daran gewöhnt. Das passt schon so. Ich will aber heute gar nicht so viel schnacken. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch einen Daumen da und abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil wenn wir das Auto dann Ende Juli kriegen, dann verpasst ihr es nicht. Dann machen wir natürlich auch ein Video drüber. Was auch noch im Juli kommt, gerade für die Freunde der regenerativen Energieerzeugung, das ist der zweite Geburtstag unserer Photovoltaikanlage. Wir hatten ja ein Jahr 8,64 kW Peak auf dem Dach und dann haben wir nach einem Jahr erweitert auf 12,06 kW Peak. Und ich werde da mal so unsere Ertragsdaten vorstellen und in einem zweiten Video mache ich mal so einen kleinen Vergleich, 8,64 zu 12,06. Was hat uns das mehr gebracht? Man kann nicht jedes Jahr miteinander vergleichen, aber trotzdem sind das sicherlich interessante Daten. Und dann kommt auf jeden Fall im Juli auch noch das Speichervideo, was ich angekündigt habe, wo ich ganz klar aufzeige, was bringt uns unser Speicher, was kostet er uns. Ja, dann könnt ihr für euch selber mal gucken, ob Speicher sinnvoll ist oder nicht. Ich habe da so meine Meinung zu, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Aber wie gesagt, das kommt dann in dem Video. Und das Video zur Umweltbilanz von unserem neuen Zoe. Ich hoffe, ich kriege das zusammen recherchiert. Ich will da wirklich mit Quellen auch arbeiten und allem drum und dran. Und da ist natürlich ein bisschen Recherchearbeit vonnöten. Und ich muss sehen, ob ich es schaffe. Aber ich bin bemüht, das noch zu machen, bevor wir das Auto kriegen, damit wir gleich wissen, was da Sache ist. Ja, ich gucke nochmal freudestrahlend auf meinen Kaufvertrag. Ja. Neues Auto, freut man sich immer und die Probefahrt mit dem Zoe war einfach klasse und jetzt geht das Warten los. 3 Wochen ist nicht die Welt, 4 Monate wäre schlimmer, von daher will ich mich gar nicht beklagen. Und ja, ich gehe jetzt nochmal ein Wunschkennzeichen suchen, mal sehen, was wir da nehmen und ja, euch wünsche ich noch einen schönen Abend und wir hören uns die Tage. Macht's gut, bis dahin, tschüss!